Servus Leute, ich bin Daniel und präsentiere euch Pop Goes the Weasel, das Easter Egg von Mob of the Dead. Ein sehr kurzes Tutorial hier von mir. Schritt Nummer 1, ihr seht es, wir sind hier am Hund füttern. Es sind drei Hunde, die man füttern muss, damit man dieses Tomahawk bekommt. Ich will ganz kurz hier vorwegwerfen, weil ihr seht jetzt die Hunde und wo ich den Tomahawk hole. Grundvoraussetzung für das Easter Egg ist, dass ihr selber einen Schlüssel holen könnt und selber fliegen könnt. Das müsst ihr können, das will ich euch jetzt hier nicht erklären, sonst zieht sich das unnötig in die Länge. Das sind Sachen, die muss man wissen, sonst guckt bitte im Internet nach. So, ich habe jetzt auch die drei Hunde gefüttert und hole mir jetzt auch das Tomahawk, den Hell's Retriever, heißt er glaube ich, weiß ich gerade nicht. Hell's Retriever, keine Ahnung. Dann fliegen wir das erste Mal, also Flug Nummer 1 kommt, nachdem wir den Tomahawk haben. So ist es am besten. So, danach fangen wir an, diese Totenköpfe, die Schädel zu sammeln. Der erste ist in diesem Klo vom Spawnpunkt aus. Der zweite ist ein bisschen tricky, da müssen wir mit der Gondel runterfahren und dann den hier von der Lampe holen. Ihr könnt ja auch unten von Juggernaut treffen, dann müsst ihr aber nach oben springen. Das ist noch schwieriger in meinen Augen. Da trifft man ihn lieber aus der Gondel. So, Schritt 3, also der dritte ist auf dem Pfeiler hier am Schiff. Der vierte, der ist, vom Speedcooler-Raum von Warden's Office oben auf diesem Mast. Der ist einfach zu holen, da kommt ihr locker hin. Und der fünfte ist oben beim Flugzeug. Müsst ihr einmal links außen rumlaufen, bis hinten an diese Ecke dran. Und da ist er einfach oben auf der Ecke drauf. Zack. Wenn ihr, ihr könnt die als Geister sehen, normalerweise. Also normalerweise sieht man sie nur als Geister. So, dann fängt nämlich an, im Warden's Office dieser Tisch zu brennen. Und da erscheint die Blunderget. Das ist die Wunderwaffe, diese geile Shotgun. Die kennt ihr mit dem Acid Get Punch, das habe ich jetzt aber nicht gezeigt. So, als nächstes holen wir die Löffel, dafür muss man dieses Poster mit dem Tomahawk abwerfen, dann ins Jenseits gehen und hier ist dann eine Tür, die vorher nicht da war. Damit den Löffel zappen und dieses diabolische Lachen kommt schon wieder, daran erkennt ihr das. Dann könnt ihr euch wieder selbst wiederbeleben, geht in die Cafeteria und diesen Löffel holen, der ist einfach die Cafeteria durch, auf dem Tisch drauf. Ihr bekommt nicht wirklich ein Zeichen, dass ihr einen Löffel habt, außer ihr sagt einem Kumpel, hey, guck mal, habe ich den Löffel? Weil ihr messert dann mit einem Löffel. Also einfach messern, dann sieht er das. So, jetzt kommt Flug Nummer 2. Normalerweise, ja, man kann auch erstmal fliegen, also erstmal das zweite Mal fliegen, dann die Löffel holen, aber ich hole erstmal lieber die Löffel. Weil nach Flug 2 kommt, total überraschenderweise, Flug Nummer 3. Ihr seht, wir starten hier schon wieder. Also Flug 2 und 3 hintereinander. Das heißt, ihr müsst das Ding auffüllen, zurücklegen, Kästen wieder auffüllen und so ein paar Runden halt machen. Ist leider so. So, als nächstes zeige ich euch eine Stelle. Ihr seht hier, wir sind in diesem Tunnel und müssen jetzt Zahlen eingeben. Dafür lasst euch einen Kumpel hinter euch, der euch die ganze Zeit so belebt, mit XXX drücken. Das ist viel, viel einfacher und dann habt ihr unendlich viel Zeit im Jenseitsmodus. Und jetzt müsst ihr 4 Zahlen eintippen, das sind die Zellnummern von den Insassen, von diesen 4, die man spielt. Und die Zahlen, die habe ich euch jetzt in die Beschreibung gepackt, das sind die gleichen, das sind die Zellnummern von denen. Ihr seht zwar jetzt auch, ich lasse es jetzt einfach mal komplett abspielen, aber in der Beschreibung sind sie auch nochmal, kein Problem. Immer wenn die Zahl richtig ist, dann wechselt sie sich halt. Also im Grunde, da rutschen die Zahlen einfach eins nach links. Aber man merkt es halt, also die wechseln jetzt hier auch. Oh, sorry, ja. Eigentlich relativ easy zu erkennen, oder? Ich glaube, ich bin jetzt gerade bei der dritten Zahl, denn man ist vier Personen, also man ist zu viert. Das Easter geht auch übrigens nur zu viert. Also ich weiß nicht, ob man das alleine machen kann. Ich glaube, das geht echt nur zu viert. Das wäre auch sonst sinnlos. Und ihr seht es, jetzt habe ich die vierte Zahl eingegeben. Jetzt wechselt sich das. Ich lasse mich wiederbeleben von meinem Kollegen, damit ich nicht wieder hoch muss. Und jetzt wird gleich, jetzt gibt es eine kleine Veränderung gleich. Es startet ein Audiolog und es wird alles schwarz-weiß. Also diese Audiologs, das sind Headsets und ich habe euch einfach mal die Screenshots gezeigt, wo sie überall sind. Die, im Grunde führen sie einfach nur hoch zum Flugzeug wieder, über den normalen Weg durch die Cafeteria. Das sind 6 Stück, also 5 Kopfhörer und das erste Audiolog am Anfang. Und danach, wenn man wieder, also man muss das Flugzeug wieder aufgetankt haben, das habe ich jetzt aber nicht gezeigt. Alle 4 brauchen ein Afterlife, alle 4 bringen sich um. Und der Weasel sollte dann aufs Flugzeug gehen, weil wenn der Weasel aufs Flugzeug geht, obwohl, dann zieht er alle mit. Aber bedenkt, da steht kein X. Also es gibt keine X-Anzeige da. Ihr müsst einfach ins Flugzeug gehen und X drücken, obwohl da nichts steht. Dann seid ihr auf dem Flugzeug drauf als Geister. Richtig, richtig, richtig geil. Und wir sind mit dem Easter Egg fast durch. Es kommt jetzt diese letzte Sequenz auf der Brücke. Wer die Story kennt, der wird das dann alles verstehen. Vor allem, wer sich die Audiologs anhört, bitte anhören. Und die letzte Sequenz ist richtig cool und einfach nur total innovativ für Treyarch. Doch das müsst ihr
echt mal alleine spielen.